Das Projekt INA, Integration in den Arbeitsmarkt, ist ein Projekt, das die Situation der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und Migranten, Migrantinnen verbessert und sie eben in den Arbeitsmarkt, in Ausbildungen, Beschäftigungen, Tätigkeiten, in den Pflegebereich primär und auch weitere Tätigkeiten, die in den Altenheimen, Seniorenzentren möglich sind, die Eingewanderten dort integriert. Das Projekt läuft als Vorgängerprojekt zur Arbeitsmarktintegration seit 2016 und seit 2019 haben wir das Projekt hier beim Bezirksverband nochmal neu konzipiert. Vorher war es so, dass wir in alle unterschiedlichen Arbeitsbranchen die Eingewanderten integriert haben oder bei der Integration unterstützt haben. Jetzt ist es so, dass wir uns wirklich aufgrund des Fachkräftemangels in dem Pflegebereich in Deutschland und auch hier in NRW uns auf den Bereich Pflege fokussiert haben und eben die Geflüchteten und Migranten, Migrantinnen in den Pflegebereich und eben ähnliche Bereiche in Seniorenzentren, in den Pflegediensten integrieren. Das Projekt ist so angesetzt, dass wir wirklich unterschiedliche Bausteine im Projekt haben und auch unterschiedliche Phasen. Das heißt, wir begleiten wirklich die Eingewanderten von A bis Z in der gesamten Arbeitsmarktintegration und unterstützen dann auch in der weiteren Begleitung, wenn sie einmal einen Job oder eine Ausbildung haben und aber auch in der Vorphase. Das heißt, wie machen wir das? Wir akquirieren unsere Zielgruppe, die Eingewanderten, über ein großes Netzwerk, was die AWO hat, zum Beispiel auch die AWO-Migrationsfachdienste, die Migranten und junge Migranten, Erwachsene, Geflüchtete in ihren Migrationsberatungen beraten. Und wenn da dann das Interesse besteht, von den Eingewanderten in der Pflege arbeiten zu wollen, werden die halt zu uns in das Projekt übermittelt. Genauso sind wir bei unterschiedlichen Partnern präsent, kooperieren mit Sprachschulen und anderen Institutionen, die eben die Zielgruppe ebenfalls fördern, um da eben die Leute abzufangen, die Interesse haben, in der Pflege zu arbeiten. Dann kommen die zu uns. Wir durchlaufen wirklich enge Gespräche mit denen, ermitteln das Interesse, was möchten Sie gerne machen, wo möchten Sie arbeiten, welche Herausforderungen haben Sie auch, wie steht es in der Gesamtsituation, wie ist der Aufenthaltstitel in Deutschland, können Sie überhaupt arbeiten, haben Sie Berufserfahrung, was haben Sie vorher gemacht, ist das anerkannt worden und gucken dann eben, welche Möglichkeiten haben wir, Jobs bei unseren Partnern, also den Seniorenzentren und Pflegediensten anzufragen und gucken dann, dass wir beide Seiten zusammenführen. Es ist einfach ja eine, ja, seit mehreren Jahren, schon seit vielen, vielen Jahren, haben wir viele Migranten, Migrantinnen, die zu uns nach Deutschland kommen. Der Bereich Migration ist ein sehr wichtiger Bereich und wächst auch im Rahmen der Arbeiterwohlfahrt als Thema immer mehr. Und es liegt uns wirklich am Herzen, die Menschen, die hier hinkommen, zu unterstützen, hier anzukommen. Das machen wir mit unterschiedlichen Projekten auch und eben mitunter auch mit der Arbeitsmarktintegration. Und das Ziel ist es wirklich, den Menschen, die hier hinkommen, wie gesagt, eine Möglichkeit zu geben, anzukommen und vor allem aber auch mehr als das, ne, darüber hinaus hier sichtbar zu sein, in der Gesellschaft, an der Gesellschaft teilzunehmen, ihre Stimme hier in Deutschland zu haben und gerade durch einen Job zum Beispiel einfach mehr Teilhabe zu spüren, ja auch ein Gehalt zu bekommen, Steuern zu bezahlen. Das sind alles Dinge, die einem eben ermöglichen, sich hier integriert zu fühlen und die Integration zu fördern. Das ist immer wieder Thema in unseren Beratungen auch, die wir mit den Menschen, die sich bei uns bewerben, eben
führen und dann natürlich auch über die Berufsfelder, die unterschiedlichen Ausbildungen informieren. Und natürlich ist auch immer das Gehalt zum Beispiel ein Thema, die Kondition, es ist Schichtdienst in der Pflege, es ist ein harter Job, es ist ein nicht einfacher Job. Es ist aber tatsächlich so, dass die Menschen, die zu uns kommen, ein Rieseninteresse für diesen Bereich mitbringen, weil sie oft äußern, das äußern wirklich viele ProjektteilnehmerInnen auch bei uns, wenn wir mit ihnen sprechen, dass sie sagen, ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe von Deutschland so viel bekommen und die Möglichkeit bekommen, hier anzukommen und ich möchte gerne was zurückgeben. Und das ist natürlich in dem sozialen Bereich, in dem die Arbeiterwohlfahrt eben tätig ist und auch das Projekt eben angesiedelt ist, in der Pflege, ist das gut möglich, weil man mit Menschen, älteren Menschen arbeitet. Und gerade dieses Gefühl ist für die Eingewanderten, mit älteren Menschen zu arbeiten, da zu helfen, steht sehr oft im Vordergrund. Das heißt, die möchten den Weg gehen. Und wir haben mittlerweile auch wirklich viele begleitet, die jetzt im dritten Lehrjahr auch schon sind in der Ausbildung oder auch feste Stellen haben als Altenpflegehelfer oder auch Pflegefachmann oder Frau, die sehr zufrieden sind. Also die Zahlen sind so, dass nach dem Stand von Dezember letzten Jahres wir insgesamt 204 ProjektteilnehmerInnen haben. Das heißt, seit Beginn des Projektes September 2019 beziehungsweise Januar, sagen wir mal ab 2020 bis Dezember 2022 sind 204 Leute zu uns gekommen und davon haben wir ein Viertel, also 54 sind das bis Dezember, in feste Strukturen gebracht, sprich in Ausbildungen, in Beschäftigungen und die ja hoffentlich auch langfristig da bleiben. Es gibt die Möglichkeit, später Führung, auch Führungsverantwortung zu übernehmen, sich eben weiterzuentwickeln und auch noch in weitere Bereiche zu gehen. Also es hat schon auch Perspektive. Und das ist auch das, was die Eingewanderten sehr daran schätzen. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass wenn man hier natürlich als Mensch neu nach Deutschland kommt, man sich erstmal orientieren muss. Und ich glaube, dass gerade die Frage eben, warum viele Geflüchtete oder ein großer Teil dann auch arbeitslos erstmal ist, ist, dass man eine Zeit braucht, um sich zu orientieren. Die Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle. Deutsch ist keine einfache Sprache. Es dauert schon ein paar Jahre, bis man auch fit ist. Das merken wir auch an unseren Eingewanderten, die sich bei uns bewerben. Das ist meistens im Schnitt nach 5 Jahren sind die hier und kommen zu uns und sind dann bereit, sich eben auch ins Berufsleben zu begeben, weil sie dann auch die sprachliche Basis haben. Das heißt, die Sprache spielt eine wichtige Rolle und dann ist es schon so, dass die Herausforderung besteht, dass überhaupt zu wissen, welche Möglichkeiten, welche Berufe gibt es in Deutschland, wie gehe ich das Ganze an, wie kann ich mich auch bewerben, wie komme ich mit einem Arbeitgeber in Kontakt. Also es ist häufig auch so, dass viele Ratschläge benötigen und Beratung, wie sie sich überhaupt orientieren. Die wissen zum Beispiel nicht, dass es auch noch eine Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich der Betreuungsassistenz gibt, die man auch in einem Pflegedienst dann umsetzen kann. Also das sind einfach Informationen zu unterschiedlichen Berufsfeldern, Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir dann auch den Eingewanderten geben und die, an die sie nicht so einfach kommen. Und ja, wo ich denke, dass es in Deutschland auch wichtig ist, dass es mehr solcher Aufklärung und Informationsberatungsprojekte gibt, damit die Menschen einfacher an die Informationen kommen.